Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich darf euch ein neues Unpacking-Video vorstellen. Ja, ich habe, wie erkläre ich euch das? Am besten fange ich mal ganz von vorn an. Ich bin ja bei dem Facebook dabei, bei Diamond Painting, ein Hobby, was verbindet. Und da ist auch die liebe Heidi dabei, Heidi Rose, Craft and Wedding heißt ihr YouTube-Kanal. Und ich gucke immer noch nach wie vor ihre Videos sehr gerne und sie stellt auch immer ihre Bilder rein und mag dieses, mag einfach die Videos auch von der lieben Heidi sehr, sehr gerne. Und jetzt hat Heidi Rose einen Shop gegründet, Craft and Wedding, den ich euch auch verlinken werde. Und ich habe dort gleich, wie sie das reingestellt hat, in die Gruppe auf ihrer Internetseite gucken müssen. Was gibt es da Neues? Seit letzten Sonntag gibt es die Internetseite zum Bestellen. Und dann habe ich was gesehen, was mir gefallen hat. Leider war das schon ausverkauft. Habe ein paar Tage später nochmal auf die Internetseite von ihr geguckt und bin fündig geworden. Ja, habe dort bestellt. Bei ihr kann man per Vorkasse und PayPal zahlen. Ich habe dann Vorkasse gewählt. Gedauert hat es, bis dieses Päckchen oder ja, Brieftasche hier war. So, ich glaube, also mit Geldeingang maximal 5 Tage. Also liegt jetzt auch schon seit einem Tag bei mir, weil ich eben das Video mit euch machen wollte, dass ihr seht, was ich da Schönes geshoppt habe. Genau. Heiderose verkauft hauptsächlich Zubehör für Diamond Painting. Ja, sie verkauft da auch so tolle Ordnungsboxen für Reststeinchen. Das habe ich mir auch schon überlegt. Die reizen mich auch sehr. Auch diese DMC-Coaches verkauft sie. Und sie verkauft auch Karten und Gebasteltes, weil sie stellt auch so andere Bastelsachen her, die ich sehr, sehr schön finde. Und die liebe Heidi hat so viel Liebe zum Detail auch. Ja, ich bin immer ganz begeistert, so ihre Sachen zu sehen. Und dachte, ich muss das selber auch mal bestellen, weil mir auch so viele Sachen sehr gut gefallen haben. Jetzt packen wir das zusammen aus. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen eingeschnitten, weil das ist hier nicht so gruselig. Bin auch mal ganz kurz wieder leise. Messer auf Seite. Es ist eine Polstertasche. Jetzt gucken wir mal. Zusammen rein. Ich bin überglücklich. Ich sag's euch. Alles raus. Also ich habe die Adresse unkenntlich gemacht von mir, ne? Das wisst ihr ja. Genau, da ist ihre Adresse drauf. Ich verlinke euch den Kanal. Ach Quatsch. Ja, verlinke euch auf jeden Fall, wo ihr das bestellen könnt, zum Nachbestellen. Und dieses Craft and Wedding Symbol kann ich euch auch reinmachen. Was ich schon mal sehr, sehr süß und liebevoll finde, ist, dass man so ein herzliches Dankeschön, was sie selber gestanzt. Sie stanzt auch vieles und ja, dann war in dem Päckchen in der Versandtasche einmal dieses herzliches Dankeschön mit Gummibärchen drin. Das hat mich sehr, also das freut mich wahnsinnig, wenn immer sowas Schönes auch dabei ist. Wie gesagt, hat sie selber gestanzt und bedruckt. Und dann noch so ein Schleifchen war bestimmt da dran. Sehr schön. Da ist noch mal ihre Adresse dran. Blende ich euch aber auch gern noch mal separat ein. Und so, da sind meine bestellten Sachen drin. So ganz klein. Ich habe nur ein paar Sachen bestellt. Wie gesagt, vielleicht möchte ich auch noch diese Reststeinchenbox eventuell bestellen. War auch noch so eine Idee von mir. Gucken wir mal, was da drin ist. Also das Papier ist schon so schön, dass man es gar nicht eigentlich aufpacken möchte. Ja. Also, liebe Heidi, du machst es so süß und so liebevoll, es ist wie Weihnachten. Lauter schönes einzelne Sachen auspacken. Ich lieb's ja, ne?
Genau, sie packt es alles so liebevoll einzeln ein. Ganz klasse. Und zwar habe ich bestellt Folienmagnete, ich kann es euch verraten. Einmal diese hübschen Blümchen, die ich so sehr, sehr schön finde. Genau. Mache ich mal auf Seite. Nächstes. Ein paar bestellt. Verschenk auch welche. Guckt mal. So einen hübschen Glitzer. Pegasus. Ist der nicht wunderschön? Der glitzert und funkelt und es ist so Metall. Also die sehen nicht aus. Das ist so Metall. Und wie so Ohrringe von da, dass ihr es euch vorstellen könnt, wie so von Ohrringen ähnlich. Und da hinten dran ist eben dieser Magnet. Folienmagnet. Ich zeige euch auch gleich, wie das funktioniert. Sehr schön. Dann der nächste Magnet. Ich darf, wenn ich schon bestelle, bestelle ich schon ein paar. Oh, ist das süß. So ein süßes Einhorn. Ah, ich habe es heute drauf mit meiner Kameraführung, gell? Ist das nicht süß? Das ist so ein schlafendes Einhorn. Da das Horn und so. Ach, ich mag das. Ich mag das. Ich freue mich jetzt schon. Und wenn die dann beim Painten dabei sind, diese Magnetchen, echt schön. Was habe ich denn da noch mir ausgesucht? Ach ja. Oh, noch so ein süßes Einhorn. Guckt mal, das hat so süße Äuglein. Und so eine bunte Mähne und einen bunten Schweif. Und da sind die Flügelchen dran. Auch ein kleiner Pegasus. Und es hat ganz rosane Hufe. Sehr, sehr schön. Ach ja, das ist so schön. Ja, ich kann euch das nur empfehlen. Ich mag das gern, wenn die Folie gehalten wird mit Folienmagneten, weil das einfach eine schöne Sache ist. Da ist eine Krone, habe ich mir noch ausgesucht. Seht ihr das? Auch die glitzert und funkelt so schön. Und die sind ganz hochwertig. Also die sind richtig, ja, richtig gut. Und mal was ganz anderes mit diesen. Aber ich liebe alle meine Folienmagnete. Und dann habe ich noch so ein. Ups, aus der Kamera rausgehuscht. So ein Häschen auf einer Möhre. Das hat mir auch so gut gefallen, weil das so süß guckt. Und da ist die Möhre und das sind die Öhrchen. Also so viel Liebe zum Detail. Und die liebe Heidi ist auch so ein Mensch, die hat ganz viel Liebe zum Detail. Das mag ich immer so. Leute, die auch so Sachen zu schätzen wissen. Genau, ich wollte euch einmal eben kurz an meinem gerade Painting-Werk zeigen, wie so ein Folienmagnet funktioniert. Ich muss mal ganz kurz auf Seite rutschen, die lieben Magnetchen. Benutzen wir doch gleich mal den mit der Blume. Hier. Da macht ihr hinten diesen Magneten. Also so mache ich das immer. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr auch Folienmagnete nutzt. Ich mache das einmal hier auf die Folie oder auf das Backpapier. Schwupp, habt das gehört. Und da hinten dran ist dann an dem, das ist der Magnet. Und manchmal hat man ja recht große Bilder. Dann kann man auch zwei nutzen. Also das gleiche macht man dann auch mit dem Einhorn und es hält echt gut. Das sind sehr starke Magneten. Und es freut mich jetzt, dass die da sind. Und ich paint jetzt mit diesen Folienmagneten, weil dann hält es einfach schön fest. Ich muss nichts zum Beschweren draufstellen und ich habe schön Platz da außenrum zu painten. Manchmal schneide ich auch ein Stück Folie, ja, oder Backpapier weg. Ich mag es lieber so, weil wenn ich dann mal nicht weiter painten kann, dann habe ich eben noch diesen Schutz. Das ist das Schöne. Jetzt machen wir es immer ganz kurz wieder weg, dass ihr das seht. Habe ich diesen Schutz wieder dran und mein Bild ist wieder geschützt, bis ich weiter painte. Irgendwie sind da gerade Steinchen reingekommen. Wo kommen die her? Weil ich das Bild vorhin schnell auf Seite für euch fürs Video geräumt habe. Genau.
Das war mein kleines kurzes Unpacking von der lieben Heiderose. Ich lege euch nochmal die Magnetchen dahin. Kurzes Bild auf Seite. Dass ihr die nochmal alle, ups, jetzt magnetisieren die sich. Also es ist toll eingepackt gewesen, muss ich sagen. Es sind alle komplett da, hat nichts in der Bestellung, war auch nichts irgendwie, ja, Kratzer oder so dran. Sie waren sehr schön, habt ihr ja gesehen, verpackt. Also ganz klasse, ich kann euch den Shop nur empfehlen. Guckt da selber mal rein, ob euch was gefällt. Bei Kraft and Wedding. Wie gesagt, ich verlinke euch den Shop. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video gucken mögt. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.